Joey darf reden. Eine Möwe hat ihr Nest aufgegeben. Und ein Ei. Komm mit, Kleine. Du bist noch zu jung für eine Überdosis-Religion. Finde ich gut. Überdosis-Religion. So, was haben wir hier? Zeug auf dem Schreibtisch, Tisch, Schublade, der Prediger, Aufseher Mason, der alte Hank wieder. Ich weiß nicht viel über ihn. Beeilung! Was ist denn hier kaputt? Billiger Lautsprecher. Vielleicht der Lautsprecher ist kaputt? Der Lautsprecher für den Projektor. Der billigste, den sie finden konnten. Ja gut, das klingt doch danach, dass der Lautsprecher kaputt ist. Niemand kümmert sich um den Projektor. Die Glühlampe ist durchgebrannt. Das heißt, wir brauchen eine neue Glühlampe. Ah, toll. Das ist ja wunderbar. Wo kriegen wir jetzt eine Glühlampe her? Ich bitte euch. Kein Wunder, dass der Lautsprecher nicht läuft. Jemand wollte das Ding reparieren und hat einfach irgendwelche Teile reingestopft. Jetzt sollte es wieder gehen. Was hast du da jetzt rausgeholt? Was war das? Eine Felge. Okay. Also hier ist auch die Glühlampe noch durchgebrannt. Die müssen wir auch also machen noch. Er ist zu alt zum Arbeiten. Aber alles ist besser als den ganzen Tag in der Zelle schmoren. Hank. Ein Seil braucht... Wir haben noch ein Seil. Ein Seil brauche ich also auch noch. Ich bin so müde. Also brauchst du eine kleine Aufmunterung. Und dann beschaffst du mir ein Seil. Weiß nicht. Ich finde schon was, um dir den Tag zu verschönern. Was erzählt man sich denn so? Gaspipe will dich aufschlitzen. Bist du vorbereitet? Ich arbeite dran. Er hat uns angeboten. Das ist auch so eine Sache, die finde ich ein bisschen sehr seltsam. Er hat uns angeboten, zu helfen. Für einen Gefallen. Wir haben dieses Angebot angenommen und jetzt ist er sauer und möchte uns killen. Also, tut mir leid, irgendwie ist das sehr, 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 sehr überzogen. Man versucht hier einfach, einen Gegner zu forcieren, der so eigentlich nicht drinne wäre. Du hast noch Zeit für einen letzten Versuch. Was wollen sie schon mit dir machen? Dir nochmal lebenslänglich geben? Junge, ich habe lebenslänglich bereits im Abo bekommen. Ich kann nicht mehr. Ausbrechen ist ein Spiel für junge Leute. Du hast eine schöne Frau. Sie braucht dich. Ich bin zu alt, um neu anzufangen. Da hätte man lieber diesen Angestellten von Mickey, der ja hier irgendwie unterwegs sein soll, den hätte man als Gegner nehmen sollen und nicht Gaspipe dazu forcieren. Es sei denn, Gaspipe ist dieser Angestellte. Aber es wird hier eher so dargestellt, weil Gaspipe seine Frau verloren hat, weil er für uns den Gefallen getan hat, ist er jetzt sauer auf uns und bla bla bla. Pass auf dich auf, alter Mann. Es ist ein bisschen, ja. Kirchenlieder. Für Spießer. Nichts Wichtiges. Ein improvisierter Altar. Da ist nichts, was sich lohnt. Da bewahrt der Pfarrer den Kram auf, den er in der Messe einkassiert. Frag mich, was da drin ist. Nein, der Pfarrer würde mich sehen. Das heißt, wir müssen den Pfarrer weggucken lassen, oder was? Wie kriegen wir das denn jetzt wieder hin? Es ist dieser Sündenjäger aus North Beach. Er scheint sich auf die Messe vorzubereiten. Vater. Lass dich nicht davon stören, dass deine Holde andere Männer trifft. Ich wollte eigentlich über etwas anderes sprechen. Nutze die Zeit hier, um deine Seele zu reinigen. Was ist mit deiner Seele? Die ist bestimmt ziemlich beschmutzt. Woran arbeiten Sie gerade? Ein Programm für frisch Entlassene. Du weißt ja, wie schwer man da draußen Arbeit findet. Sie vermitteln ihnen ehrliche Arbeit? Machen sie zu Spießern? Das ist zwar scheiß langweilig, aber man lebt so länger. Alles, was wir brauchen, ist ein großzügiger Spender für eine stillgelegte Lagerhalle. Vater, ich verdiene 3 Cent die Stunde. Joe, wir beide wissen, dass sie da draußen ein Vermögen versteckt haben, hm? Priester sollten nicht an solche Märchen glauben. Priester sollten vor allem uns nicht erpressen. Wir haben in der Wäscherei über sie geredet. Was ist denn da unten los? Was meinen Sie? Irgendjemand zerschneidet dort regelmäßig meine Hemden. Ziemlich uncool.
Ach. Naja, Sie kürzen unsere Post. Würde mich an Ihrer Stelle nicht wundern, wenn der Gefallen zurückkommt. Das ist ein schöner Konter gewesen. Gut, können wir unserem alten Hank vielleicht ein Ei geben? Vielleicht. Das braucht kein Ei. Vor allem das. Hank ist jetzt nur ein Das. Schön nett. Okay, wir haben hier den Fluchtplan. Der besteht jetzt aus... Laut Hank gibt es im Krankenhaus ein loses Fenster. Wenn ich mich nochmal mit Gaspipe anlege, bringen die mich bestimmt dahin. Der Lizard sagte... Okay, wir wollen uns nicht mit Gaspipe anlegen. Also ich möchte es ehrlich gesagt nicht. 2,5 Meter Seil, Schraubenschlüssel, okay. Ja, viel hat das hier nicht gebracht. Dann gehen wir jetzt noch in den letzten Abschnitt... Oh Gott, Gott, Gott. Und da treffen wir höchstwahrscheinlich auf Gaspipe. Habe ich nicht wirklich Lust zu. Und wir haben auch noch nicht alle Sachen beisammen, ne? Gut. Die Generatoren müssen täglich überprüft werden. Auf zu den Generatoren. Also das Seil haben wir. Was brauchen wir noch? Wagenheber brauchen wir noch. Wir müssen unseren Kopf irgendwie modellieren. Und das Buch für Birdman. Aber dafür müssen wir ja diesen... Dafür brauchen wir ja ein bestimmtes Buch. Das müssen wir irgendwie mit Christine... Die muss ja wissen, welches Buch wir brauchen. Aber wir sehen sie ja nur einmal im Monat. Das heißt, wir können jetzt so direkt nicht mit ihr kommunizieren. Dafür wäre jetzt der Priester ganz gut wiederum. Was machen wir? Was machen wir? Oh Mann. Halt dich zurück, Junge. Hey, 1229! Der Generator macht schon wieder Ärger. Wenn du was Besseres machen willst als Zellenwände anstarren, dann beweg deinen Arsch und krieg das Ding hier wieder zum Laufen. Keep cool. Wir machen das schon. Ach, guck mal, eine Glühbirne. Das ist eine Projektorbirne. Guter Fund. Brauchen wir für den Pfarrer. So, dann Ersatzteile. Metallic-Lack. Die meisten Dosen sind ausgetrocknet. Nichts, was ich brauchen könnte. Damn it. Könnte nützlich werden. Genau, was ich brauche. Was stecken wir da denn alles ein? Ach, oh, um Himmels Willen. Er beobachtet mich. Sollst du nicht den Generator reparieren? Schon auf dem Weg, schon auf dem Weg. So, Sekunde, was haben wir jetzt alles hier eingesteckt? Stromkabel, hölzerner Pinsel, Keilriemen, Radstern. Ah, okay. Gleichstromgenerator gegen Gaspipe kämpfen. Noch nicht. Nee. Das ist eine Geschichte, die müssen wir uns auch sparen. Weil wir haben noch nicht alles beisammen für unsere Flucht. Deshalb sollten wir nicht gegen... Riecht wie Knastwein. Yep. Rockjuice, Rosinen und Feigen, ein Becher Hefe und etwas Zucker. Er gärt hier schon seit ein paar Wochen. Oh, cool. Nein, ich muss fit bleiben. Aber die anderen wollen bestimmt einen Schluck. Dann sollten wir das irgendwie rausholen. Ach, verdammt. Eines der Verbindungskabel muss ersetzt werden. Der Generator macht's nicht mehr. Ich wette, das Problem liegt irgendwo bei der Schalttafel. Gut. Verbindungskabel. Also wir können hier gegen Gaspipe kämpfen. Damit kommen wir in die Krankenstation. So, die Schalttafel sollte wieder okay sein. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir das Seil für die Flucht. Der Generator startet immer noch nicht. Das alte Mädchen schaue ich mir mal besser genauer an. Dann brauchen wir noch einen falschen Kopf und wir brauchen das Buch. Sollte machbar sein. Nur wie? Wie können wir den Typen erpressen? Hey, was machen denn diese zwei losen Zahnräder da drin? Jemand hat das Riemenrad rausgerissen. Ohne Keilriemen kann ich das nicht mit dem Generator verbinden. Ich brauche außerdem ein Zahnrad, um die Bewegung zu übertragen.
Sieht nach Gaspipes Handschrift aus. Der weiß einfach nicht, wie man eine Lady behandelt. Gut, dann einmal Radstern. Das ist nur ein Teil von einem Riemenrad. Okay, da fehlt vor allem auch der Satz, den du gerade... Jemand hat das Riemenrad rausgerissen. Den du gerade gesagt hast. Ich brauch... Ja, bla 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 bla. Gut, das heißt, wir machen einmal... Das bildet kein gutes Paar. Das wird nichts. Okay. Yeah. Ah, jetzt hat er es richtig. Gut. Keilriemen? Der Keilriemen kommt erst dran, wenn ich das Rad eingebaut habe. Ah, gut. Dann war doch das Rad das Richtige? Da fehlt ein Zahnrad. Muss erst ein neues her. Ist? Jemand hat das Riemen... Och, jetzt habe ich schon wieder versehentlich mir den angeschaut. Vielleicht so? Das passt nicht zusammen. Das bildet kein gutes Paar. Auch nicht, okay. Das passt nicht zusammen. Um Himmels Willen, was machst du? Das bildet kein gutes Paar. Was muss ich denn dann hier machen? Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Wir brauchen ein Zahnrad. Das eine Rad war zu klein, das andere zu groß. Ich muss ein Zahnrad herstellen. Dafür gehe ich besser in die Werkstatt. Ah, okay. Alles klar. Hab verstanden. So, wir brauchen aber immer noch ein zweites Magazin auch für Chiquita. Jetzt gehe ich erstmal den Projektor wegbringen. Sollst du nicht den Generator reparieren? Mir fehlen die Teile. Jetzt gehe ich erstmal den Projektor wegbringen. Den Projektor reparieren, meine ich, mit dieser Lampe. Weil ich glaube, in der Schublade könnte die zweite Zeitschrift für Chiquita sein. Dann muss ich in der Werkstatt auf jeden Fall so ein Ding noch herstellen, so ein Zahnrad für den Generator. Gut. Also bis hier läuft es jetzt bis jetzt ganz gut, aber hier ist es auch so, also hier kann man nicht so schnell falsch liegen. Hier hat man wenig Orte und alle Orte sind so ziemlich klar definiert. Du gehst an den Ort, findest da Sachen und weißt sofort, ah, die brauche ich da drüben. So. Dementsprechend ist das hier gerade echt so... Selbst ein Blinder mit dem Krückstock würde hier noch gut durchkommen. Also optimal für mich, Doofkopf, der in Point-and-Click-Adventure normalerweise zu blöd ist, den roten Faden zu finden, selbst wenn der rote Faden mir links, rechts eine klatscht. Dramatische Musik wieder. In Alcatraz. Während wir eine Flucht planen, die so genial sein wird, dass man Filme darüber machen wird. Apropos, gibt's nicht wirklich einen Film? Mit Clint Eastwood, glaube ich, oder? Oder war das Clint Eastwood? Ich weiß es gerade nicht. Oh, der hat sich weggedreht. Dann können wir jetzt vielleicht diesen Tisch heimlich untersuchen. Der Pfarrer guckt gerade nicht rüber. Mal sehen, was er da hat. Pornos und ein versauter Comic. Oh? Underground Porno Comic. Das Richtige für Chiquita. Würde ich mal sagen. So, erstmal die Glühbirne. Versauter Comic, ich fasse es nicht. Ist ein solides Modell. Wurde damals für die Army hergestellt. Jetzt läuft es wieder. Oh, cool. Können wir mit dem darüber reden, dass es läuft? Vater. Ja? Nö. Okay. Ich muss weiterarbeiten. Verdammt schade um die solide Technik. Ich sollte hier vielleicht nicht fluchen. Ist ein solides Modell. Okay. Das heißt, mehr gibt es hier gerade nicht zu tun. Wir haben das Ding repariert. Vielleicht kriegen wir später eine Filmrolle und können uns einen Film anschauen oder so Geschichten. Wobei, das macht auch nicht wirklich Sinn, ne, dass da eine Filmrolle irgendwie, dass wir eine Filmrolle auftreiben. Aber dann frage ich mich auch, warum haben wir diese Glühbirne jetzt da eingetragen? Und wozu müssen wir überhaupt hier die Glühbirne machen? Ich mache erstmal die Werkstatt, weil das weiß ich definitiv ja, dass ich hier weitermachen muss. Versuche danach den Comic an Chiquita weiterzugeben. Da kann ich wirklich nur hoffen, dass das klappt und dass sie damit dann genug Zeitschriften hat oder befriedigt ist mit den Zeitschriften. Befriedigt, Porno-Comic, oh Gott, war der schlecht. Dass sie dann vielleicht uns die Weste macht, die sie uns machen wollte. Wobei mir lieber wäre, wenn sie uns einen Kopf modellieren würde. So.
Wir brauchen ein Zahnrad, ne? Moment mal, können wir... Aber wir können mit Bumpys Maschine bestimmt arbeiten. Fertig. Nee, können wir nicht. Können wir mit Bumpy reden, dass er uns ein... Nur weil ich eine Kugel im Kopf habe, heißt das nicht, dass ich blöd bin. Okay. Dann vielleicht... Muss nicht sein. Das vielleicht? Gute Idee. Ich könnte ein passendes Zahnrad für den Generator schleifen. Das eine Rad war zu klein, das andere zu groß. Bin schon helles Köpfchen. Hölzernes Zahnrad. Irgendwie bin ich stolz drauf. Und ich habe mal wieder was Eigenes gemacht. Wenn es aus Holz ist, sollte es dann nicht relativ schnell kaputt gehen? Also ich meine, so ein hölzernes Zahnrad kann doch nicht so lange halten, oder? Huch, kleiner Hickser, Ruckler, was auch immer. Gut, das heißt, jetzt geht's wieder zum Generator. Da setzen wir das Zahnrad ein und den Keilriemen. Ah, nee, gar nicht, Chiquita. Ah, halt. Erst Chiquita. Chiquita-Bananen. Geben wir ihr ja doch mal den erotischen Porno-Underground-Comic. Für das rassige Latino-Männ-Weibchen. Was? La 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 lade Bildschirm, la 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 lade Bildschirm, la 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 lade Bildschirm, la 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 lade 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 Bildschirm. Verölschirm, ich kann kein bisschen singen. Ich singe schief und es ist eine Ohrenqual sondergleichen. Aber wenn ich so einen langen Ladebildschirm vor mir habe, bin ich immer verleitet, irgendwelche Melodien vor mich hin zu trällern. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das in mir, oder warum das in mir auslöst. Wie kann das sein? So, das muss nicht sein. Underground-Erotik hilft hier nicht weiter. Underground-Erotik hilft hier nicht weiter. Damn it.